Es darf gezockt, gespielt und gefragt werden. Die Game City startet in die nächste Runde und das Rathaus verwandelt sich in eine riesengroße Spielehalle. Alle großen Namen der Industrie, darunter Sony und Nintendo, sind vertreten und präsentieren ihre Produkte. Neben Produktneuheiten gibt es zahlreiche Wettbewerbe und Promis aus Musik, Sport und Fernsehen. Wie schaut denn die Zukunft des Gamings aus? Nachdem jetzt die neue Konsolengeneration rauskommt mit der PlayStation 4, der Xbox One und die Wii U, die ja schon raus ist, glaube ich vor allem, dass sich das Gaming sehr vom klassischen Gaming wegbewegt, her zu einem Gaming, wo man mehr selber aktiv wird, wo man mehr von diesem klassischen, man sitzt dazu mit seinem Controller da auf seinem Sofa und macht nichts, wegbewegt, eben hin zu einem Spielerlebnis, was eben darüber hinausgeht, mit mehr Bewegung, mit mehr, sei es eben diese Steuerung, diese neue Steuerung Kinect, das Kinect 2.0 von der Xbox oder von der PlayStation, die auch eine Äquivalent rausbringen, oder eben das Tablet, sage ich jetzt mal, von der Wii U. Also ich glaube ganz ehrlich, dass das Gaming einfach weiterentwickelt und einfach eine neue Stufe erreicht. Warum bist du heute hier? Ich wollte mit meinem besten Freund mitgehen und ja, ich spiele selbst auch manchmal PlayStation und was weiß ich, am Computer oder so. Und ja, mich interessiert das auch und überhaupt die neue PlayStation 4. Ich will auf jeden Fall die PS4 anzocken und mal schauen, wie sich die neue Konsole so anfühlt. PlayStation oder Xbox? Bin noch unsicher, was ich mir kaufen soll. Schauen wir mal. Welche Spiele spielst du besonders gern? Call of Duty, aber das gibt es ja hier nicht. Nicht so weit, ich weiß, aber eigentlich spiele ich alles gern. Was habt ihr euch denn schon angesehen heute? Just Dance. Ja, Just Dance. Dann waren wir noch oben bei den Spielen bei der Xbox One und da weiter. Ja, überall eigentlich. Du hast gerade das neue Battlefield 4 ausprobiert. Wie gefällt es dir denn? Sehr gut. Also es ist auf jeden Fall eine unglaubliche Erweiterung zu Battlefield 3. Also der Fortschritt ist gigantisch. Es ist für Anfänger, glaube ich, sogar leichter zu spielen als das Battlefield 3. Und grafisch natürlich am PC um einiges besser. Ich spiele es persönlich auf Konsole, aber ich freue mich allein schon wegen dem Spielgefühl darauf und nicht nur wegen der Grafik. Ja, hallo. Wir haben den Virtualizer entwickelt und mit diesem Gerät ist es möglich, dass man sich in virtuellen Welten jetzt real bewegt, ohne dass man sich im Raum bewegt. Das bedeutet, man stellt sich das Gerät zu Hause auf, verbindet es mit dem Computer, zieht sich eine Brille an und schon kann man in virtuellen Welten sich bewegen. Obwohl das Ganze ja ziemlich teuer ausschaut. Ich darf jetzt leider keinen Preis noch nennen, aber es ist nicht so schlimm, wie man sich's vorstellt. Wenn man sich einen guten Gaming-PC leisten kann, dann kann man sich auch unser Gerät leisten. Lass die Spiele beginnen. So lautete das Motto heute bei der Game City im Rathaus. Highlight waren die beiden neuen Konsolen Xbox One und PlayStation 4, die von den Besuchern ausgiebig getestet wurden. Die Game City ist noch bis Sonntag bei freiem Eintritt geöffnet.